Wie ruhig du bist. Ich dachte, du wärst nervöser. Es sind keine Gäste hier. Was geht? Wir sind da. Sorry für die Verspätung. Wir waren einkaufen und konnten uns nicht entscheiden. Hm? Nun, viele Snacks. Was genau habt ihr vor? Nun, in den Sommerferien hängt man den ganzen Tag in seinem Zimmer ab. Genau. Und dazu gehören jede Menge Snacks. Na, wann wirst du nur dick? Ruhe. Hey, wo ist Futaba? Hey, wo ist Futaba? You have done well in coming here. Ja, schön, dass ihr da seid. Shit freaked me out. Hast du mir in Schrecken eingejagt? Bist du das Futaba? Yep, welcome. Yep, gern geschehen. Why are you wearing that? Warum trägst du diese Maske? Habit. Gewohnheit. Anyway, egal, fangen wir an. Not sure I get it, but... Seltsam. Naja, wie auch immer. Legen wir los. Nun je, heute wird wieder ein anstrengender Tag. Nicht jetzt, das war unglaublich. Die Mädchen waren verrückt nach mir. Ihr glaubt mir kein einziges Wort, oder? Wir reden hier über dich? Du warst noch nie ein Frauenschwarm. Was war das? Finde ich auch. Als Angehörige des anderen Geschlechts spüre ich von dir keinen Scham ausgehen. Nun, wer so gefragt ist, würde damit nicht vor anderen Leuten angeben. Ich frage mich, ob ich es tun sollte, solange ich noch jung bin. Aber die Kleider sind so freizügig. Hey, hört ihr überhaupt zu? Warum sollten wir über Hochzeitskleider reden? Wir sind schließlich alle solo. Also, ich könnte schon mit Anne zusammen sein, so. Dann wären wir nicht solo, aber hey. Yep, ich werde sobald nicht heiraten. Können wir bitte das Thema wechseln? Futaba kann ganz normal Gespräche führen. Ja, sie hat kein Problem damit, ihre Meinung zu sagen. Sie wirkt völlig normal auf mich. Ich weiß nicht, was normal ist. Aber wenn ich das bin, prima. Ich dachte, du wärst so eine Freak, aber da lag ich wohl falsch. Ich bin auch erleichtert, dass es so problemlos von der Hand geht. Was steht eigentlich morgen auf dem Plan? Wie wäre es, wenn sie im Café aushilft? Das wäre perfekt. Fremde Gäste zu bedienen ist eine gute Übung. Ah, nein, nein, nein. Zur Mittagszeit schon im Café sein zu müssen, wäre super mega hart. Du musst dich nicht um die Gäste kümmern. Wie wäre es, wenn du hinten Geschirr abtrocknest? Ich werde auch da sein. Sonst wäre ich auch sauer. Dann ist es abgemacht. Mir drücken die Daumen, Futaba. Irgendwann werde ich mich dafür rächen. Haben die Phantomdiebe etwa auch diese ganzen Skandale ins Rollen gebracht? Nein, ich glaube nicht, dass es eine Prangerkarten gab. Du weißt schon, den Leuten aus den Schatten heraus unerkannt einen Sinneswandel verpassen. Kommt mir das nur so vor, oder gibt es in letzter Zeit viel mehr Posts von Ausländern? Vielleicht sollte ich in diesem Forum auch eine Anfrage posten. Unsere Beliebtheit ist explodiert, das müsst ihr sehen. So ein süßes Mädchen hat gesagt, sie will mit einem Phantomdieb ausgehen. Aber nicht mit dir konkret, oder? Wundert mich nicht. Als Angehörige des anderen Geschlechts spüre ich von dir keinen Scham ausgehen. Das musst du nicht auch noch schreiben.
Echt, wenn du das aussprichst. Was um alles in der Welt habt ihr heute gemacht? Frauengespräch im LeBlanc. Naja, eher tratschen und essen. Sie hat also ihre To-Do-Liste für heute... Sie hat ihre To-Do-Liste für heute also abgearbeitet. Nächste Aufgabe, üben, unter Leute zu gehen. Moment, was? Keine Angst. Akira ist die ganze Zeit bei dir. Wir wollen dich langsam daran gewöhnen. Dein erster Test ist, im LeBlanc zu helfen. Morgen ist nur Akira bei dir. Viel Glück. Wir kriegen das hin. Danke für die Hilfe. Streng mich morgen an, Akira. Na klar. Machen wir schon. Kriegen wir hin. Bestimmt. Okay. Nee, scheint sich langsam zu öffnen. Vielleicht ist sie ja bald bereit für den Strand. Tja, ist die Frage, ne? So, Kawakami. Okay. Oder Hifumi. Nee, dann Kawakami. Dann rufen wir Kawakami an. Let's go. Let's go. Hier ist Becky. Auch an heißen Tagen kühle ich dich ab. Ach so, du bist es. Es ist so heiß. Du hast keine Klimaanlage, oder? Naja, ich werde es ertragen, falls du mich anforderst. Muss dein Zimmer aufgeräumt werden oder soll ich für dich kochen? Ich biete die verschiedensten Dienste an. Aber, ich muss mit dir über etwas reden. Kannst du mich bitte anfordern? Ja klar, machen wir. Kein Ding. Dann komme ich sofort. Bitte warte auf mich, Meister. Ich meine, einfach mal so 43 Euro ausgeben, um meiner Lehrerin... ich gebe 43 Euro dafür aus, um meiner Lehrerin zu helfen. Das antike Ambiente des Zimmers gefällt mir eigentlich ganz gut. Für heute muss ich mich aber schon verabschieden. Ich habe mich entschieden, bei denen zu kündigen. Mein Boss hat einen Teilzeitjob für mich, bei dem ich mehr verdiene als jetzt. Die Vormunde von Takase-kun verlangen immer mehr Geld. Ich muss das also durchziehen. Willst du das wirklich? Was ich möchte? Takase-kuns Vormunde sagen, der einzige Weg, wie ich mich richtig entschuldigen kann, ist mit Geld. Wenn das nicht stimmt, was ist dann die richtige Vorgehensweise? Vielleicht kann ich dieser Hölle ja entkommen, wenn ich aufhöre, als Lehrerin zu arbeiten. Leute wie ich sollten kein Lehrer sein. Ich muss auch nicht mehr zahlen, wenn ich kündige. Deshalb hänge ich meinen Lehrer- und Maid-Job an den Nagel. Was meinst du dazu? Ich brauche meine Lehrerin. Irgendwie dreht sich alles immer nur um dich. Wenn ich doch auch so wie du meinen eigenen Weg gehen könnte. Wenn ich recht darüber nachdenke, ist es zu spät für mich, meinen Lehrerjob aufzugeben. Würde ich mich wirklich schuldig fühlen, hätte ich gleich am Tag seines Todes gekündigt. Aber ich wollte unbedingt weiter unterrichten. Ich frage mich oft, warum das auch heute noch so ist. Das ist also deine Antwort. Kurus-kun. Oh, das stimmt. Ich wollte mich bei ihm entschuldigen, indem ich keinen Schüler mehr senden lassen würde. Denn ich hätte ihn retten können, wenn ich nicht solche Angst vor Gerede und Stigmas gehabt hätte. Ich wollte eine Lehrerin sein, die sich um ihre Schüler kümmert. Ich wollte für sie da sein. Aber jetzt geht die ganze Freiheit in Teiljobs drauf, um überhaupt weiter Lehrerin zu bleiben. Ich vernachlässige meine wichtige Arbeit als Lehrerin, um Entschuldigungsgeld zu verdienen. Das läuft alles total verkehrt. So kann ich mich nie richtig bei Takase-kun entschuldigen. Fehler kann man korrigieren, weißt du? Ich will die Lehrerin sein, von der ich früher träumte, damit ich mich bei Takase-kun entschuldigen kann. Ich werde mich von nun an weigern, ihnen noch mehr Geld in den Rachen zu stopfen. Das ist meine Antwort. Was meinst du? Zufrieden damit? Das ist die richtige Entscheidung. Die richtige Antwort kannst du nur bei dir selbst finden.
Das habe ich von dir gelernt. Du bist sozusagen mein Lehrer. War nicht ernst gemeint. Mehr Vertrauen. Mehr. More. Alright. Ich war so damit beschäftigt, Geld zu verdienen, dass ich meine Schüler völlig vernachlässigt habe. Besonders dich. Ich habe dich verdrängt, weil du stigmatisiert wurdest. Genau wie Takasekun. Von jetzt an werde ich dich aber beschützen. Als deine Lehrerin werde ich dich nie betrügen. Sehr beruhigend. Überlass das mir. Ich kann auch entschlossen sein, wenn ich will. Ich rede mit den Takases. Ich renne nicht mehr davon. Es kommt alles wieder in Ordnung, wenn wir miteinander reden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Thanks. Danke, wir sehen uns später. Good night. Gute Nacht. Oh, ist das der Meister? Vielen Dank für heute. Oh, warte. Ich sollte ja ab heute aufhören, als Becky zu arbeiten. Ehrlich gesagt wusste ich schon immer, dass ich das nicht ewig weitertreiben kann. Aber ich fühlte mich allein. So festgefahren. Dank dir habe ich herausgefunden, was ich tun soll. Ich glaube, ein gern geschehen passt, ja. Du bist süß. Ich habe nicht wirklich verstanden, was ihr alles getan habt. Also danke, wirklich. Geh heute früh ins Bett. Zu wenig Schlaf ist Gift für Körper und Geist, okay? Gute Nacht. Okay, okay. Passt, denke ich. Heute ist doch der Tag, an dem Futterbar versuchen soll, im Café auszuhelfen, oder? Das wird eine stressige Angelegenheit. Ihr wollt, dass Futterbar im Café aushilft? Na, das hat sie noch nie gemacht. Ist das auch in Ordnung? Sie hat darum gebeten. Lügner, Diener des Bösen. Futaba. Keine Sorge, ich habe letztes Jahr die Mittelschule abgeschlossen. Ich sehe es einfach als meinen ersten Ferienjob während der Oberschulzeit. Wenn das so ist, dann kannst du das Geschirr abwaschen. Aber lass es langsam angehen, okay? Hey, alles in Ordnung? The usual, Boss. Extra strong. Wie üblich, Boss. Extra stark. Sure thing. Na sicher. Keep an eye on Futaba for me. Achte auf Futaba für mich. Alles in Ordnung? Oui. She new part-timer. Ist sie neu hier? Man, smooth as always. Mann, du hast es echt drauf. Wie vielte ist das, Boss? So ist es nicht. Gewöhnlich stehst du auf ältere Frauen, oder? Es ist nur natürlich, auch mal eine jüngere zu haben. Und wie die Guatemala Peaberry-Bohne. Ihre säuerliche Süße gleicht einem frischen Hauch. Sorry, heute gibt es nur eine Mischung. Hey, reiß dich zusammen und servier den Kaffee, bevor er kalt wird. Yo, here's your coffee. Hier ist dein Kaffee. When in the world did she... Wo zur Hölle hat sie... Hey, Futaba, ich sagte doch, du sollst von den Gästen nicht dieses Ding aufsetzen. Und sei höflicher, wenn du einem Gast etwas servierst. Here is your coffee. Hier ist der Kaffee, der Herr. Danke. Und? War das richtig so? Nimm das Ding ab. Aber, sie schützt mich vor dem Dampf. Futaba spricht aus freien Stücken mit einem Gast. Maske hin oder her, ich bin beeindruckt. Wie Menschen sich doch ändern können.
Sojiro, soll ich mir noch mehr Gästen Kaffee servieren? Mask off first. Nimm zuerst die Maske ab. Ich werde es mir überlegen. Ach ja, ach ja. Hat hier jemand Infos zu unseren Identitäten weitergegeben? Als würden wir das machen. Was soll die Frage? Ich habe in der Stadt jemanden sagen hören, er würde uns kennen. So schnell entstehen Gerüchte. Hey, immerhin sind wir so berühmt, dass es Gerüchte über uns gibt. Vielleicht kommen wir sogar in die Nachrichten im Internet oder im Fernsehen. Ja, wenn wir erwischt werden. Naja, ja. Übrigens, wie lief es heute? Ich habe gestern Kaffee serviert. Sie hat das gut gemacht. Super, Futterbatschan. Gewöhn dich lieber schnell dran. Wenn man Angst vor Menschen hat, kann man kein Phantomdieb sein. Ich bemühe mich. Futterbatschan hat wirklich hart gearbeitet. Und dann ist der Ryuji. Er nimmt anscheinend alles auf die leichte Schulter. Wenn er so weitermacht, kommt er irgendwann in große Schwierigkeiten. Das stimmt. Irgendwann wird das passieren, da bin ich mir auch sicher. Maske hin oder her, sie ist wirklich selbstbewusster geworden. Das stimmt. Sojiro? Sojiro. Oder Yoshida. Sojiro oder Yoshida. Shit. Sojiro. Wobei. Nee. Nee. Sojiro wird jetzt häufiger vorkommen. Yoshida. Armut und Billiglöhne beherrschen unseren Arbeitsmarkt. Depression und Selbstmord nehmen zu. Die junge Arbeiterschaft wird täglich zerrieben. Das Übel aus den Chefetagen der Unternehmen dringt in unsere Reihen vor. Ganz schön heiß heute, oder Kudos-Kund? Ich schwitze furchtbar. Du solltest reichlich trinken, schließlich willst du keinen Hitzschlag erleiden. Das ist fast soweit. Ich würde es schätzen, wenn du anschließend mitkommst. Ich muss dich sicher nicht daran erinnern, worum es geht. Bist du verfügbar? Ja klar. Machen wir. Und danke für dein Interesse. Eine Rede über die Phantomdiebe. Ich möchte, dass du dir einige Dinge anhörst, also komm bitte mit. Na denn. Nimin ist bereit. Thank you. Danke, ich weiß das zu schätzen, aber... Ich weiß, du willst nicht meine rechte Hand sein, oder? Keine Angst, ich plane keine Tricks. Du kannst gerne darüber reden, dass du fälschlich beschuldigt wurdest. Ich kümmere mich um die Folgen. Ich habe Kuramotos Enkel hier irgendwo gesehen. Er ist sicher gespannt auf die Rede heute. I see. Ich habe seit unserem letzten Treffen nicht mehr mit ihm geredet. Diese Rede sollte als deine Antwort an ihn fungieren. Ich hätte nicht gedacht, dass irgendeine Partei Toni Kutora unterstützt. Er redet über die Phantomdiebe, oder? Der Typ ist mir sowas von egal. Ich will einfach nur was über die Phantomdiebe hören. Very well. Okay, ich fange an. Hals- und Beinbruch. Yes. Wird schon schief gehen. Everyone. Sie verursachen so einen Wirbel, weil sie die Probleme von dieser Welt angehen. Was machst du da, Todanuske? Mal ganz davon abgesehen, ob ihre Taten richtig oder falsch sind. Eines kann ich mit Sicherheit über die Phantomdiebe sagen. Eine echte Überzeugung kann das Herz eines Menschen verändern. Hi. Ihr wisst bestimmt alle, dass ich Tunichtgutora bin, dem Unterschlagung vorgeworfen wurde. Vor 20 Jahren war ich ein Idiot. Es ist kein Wunder, dass ich als Politiker als Reinfall galt. Aber wegen dieser Vorwürfe konnte ich das Leid der Schwachen verstehen. Warum bin ich in der Politik? Früher war es nur aus Eigennutz. Aber warum verändern die Phantomdiebe weiter Herzen? Ich glaube, sie tun es zum Wohle der Welt und ihrer Bewohner. Und da sie für Gerechtigkeit bei anderen sorgen, hatten sie keine Wahl, als sich zu verkleiden. Egal, was die Welt sagt, sie haben meine volle Unterstützung. Hi.
Ich bin nur ein einfacher Bürger, aber ich werde meine Überzeugungen weiter kundtun. Ich werde bei dieser Wahl vielleicht nicht ins Parlament gewählt. Und ich kann in meinen Lebzeiten auch vielleicht keine Veränderungen herbeiführen. Aber ich habe damit meinen Frieden gemacht. Mir reicht es vollkommen aus, der Zukunft unserer Jugend ein klein wenig den Weg zu bereiten. Danke fürs Zuhören. Ich habe die Bühne umsonst bereitet. Du hast also nicht vor, den alten Kodamoto der Unterschlagung zu bezichtigen? Yes. Genau. Sehr leidenschaftlich für jemanden in deinem Alter. Die Leute lachen sicher über dich. Ich bezweifle, dass deine Worte irgendjemanden berührt haben. Ich bin vielleicht der Einzige in der ganzen Stadt, der von deinem Vortrag ergriffen war. Matsushita. Mach mit deiner Kandidatur weiter. Ich sorge dafür, dass die Partei dich unterstützt. Im Rahmen meiner Möglichkeiten, versteht sich. Auf Wiedersehen. Meine Kandidatur, ja? Was für eine unerwartete Wendung. Die Phantomliebe. Vielleicht liegt das daran, dass du mein Herz angerührt hast. Du hattest einen Sinneswandel. Das muss es wohl sein. Aber dennoch habe ich all das dir zu verdanken. Die Phantomliebe, die Macht, das Herz einer Person zu verändern. Ich besitze keine spezielle Gabe wie sie, aber ich habe ebenso viel Überzeugung. Die Sprache ist meine einzige Waffe. Meine Stimme, meine Worte, so überzeuge ich Menschen. Thank you. Danke, dass du, dass du zu mir gehalten hast, Kudos-Kun. Hey, du hast dein Herz einfach am rechten Fleck. Da gibt's jetzt nicht viel, was ich sonst machen müsste. Um sein Herz gestohlen zu bekommen, ist gar keine so schlechte Sache. Wenn er Mitglied der Phantomliebe ist, dann... Ups, Selbstgespräche. Noch so eine schlechte Angewohnheit von mir. Aber machen wir Feierabend. Well then, I'll see you again. Gut gemacht. Ja, er vermutet schon, dass wir zu den Phantomlieben gehören. Hm. Es nervt so unheimlich, wenn die Phantomliebe sich doch nur um ihn kümmern würden. Das wäre super. Warum postest du nicht eine Anfrage in ihrem Forum? Sorry. Dieser Akechi schwingt große Reden, aber es steckt nichts dahinter. Warum greift ihr die Phantomliebe immer nur an? Ja, oder? Manche Leute haben einfach kein Feingefühl. Stimmt wohl. Naja. Well then. Schauen wir uns mal unsere Pläne für heute an. Och, haben wir gar nichts geplant? Ich bin mit Makoto einkaufen. Wir kommen, wenn wir fertig sind. Eigentlich wollte ich Futaba gerne mitnehmen. Aber wir können sie nicht in solche Menschenmengen schleppen. Das wäre viel zu früh. Manchmal sind drastische Maßnahmen nötig. Ziemlich stachelige Worte. Du weißt, dass du das eines Tages brauchen wirst, oder? Queens Kleider haben auch Stacheln. Ich würde mir wohl die Hände blutig machen, wenn ich sie anfasse. Ehrlich gesagt, habe ich über diese Möglichkeit auch schon nachgedacht. Nicht du auch noch, Yusuke? Hey, das klingt lustig. Ich will mitmachen. Wir reden mit Futaba. Mit dir hat das nichts zu tun. Notiz. Han verhält sich Ryuji gegenüber kalt. Hey, lass das mit den Notizen. Jedenfalls darfst du dich auf unseren Besuch freuen. Mein Herz pocht. Was führen die nur im Schilde? Tja, das ist die Frage. Ich würde so gerne wissen, wer die Phantomliebe wirklich sind. Hey, junge Dame, soll ich dein Herz stehlen? Soll das eine Anmache sein? Ist ja lächerlich. Offenbar sind sie sogar im Ausland total bekannt. Verrückt, oder? Wenn ich den Phantomlieben doch nur beitreten könnte. Heißt du Haru? Dann kannst du es nicht.